Moin und herzlich willkommen zurück in San Marino, wo wir heute den ersten Titel der Saison holen können, und zwar den sammarinesischen Supercup. Die Supercoppa, wie man auf Italienisch sagt. So, und wir spielen als Vizemeister und Pokalsieger gegen den Meister des letzten Jahres, La Fiorita, die Società Polisportiva La Fiorita, um genau zu sein. Also quasi der geblümte, der blumige Meerspartensportverein oder sowas, wenn man das richtig übersetzt, glaube ich. Ich glaube, so kann man das übersetzen. Aber ich kann ja Italienisch, ist nur so eine Vermutung. So, gut, ich denke mal, es ist alles vorbereitet. Es ist angeblich, soll es ein leichter Gegner sein, aber das, die sind ja Meister geworden, wir nicht, also, ne? Naja. Und ich denke mal, wir gehen einfach mal los ins Spiel, oder? Auf geht's. So, 3D-Spiel. Wir spielen im Heimtrikot, denn das setzt sich, denke ich mal, gut genug ab. Hellblau, weiß und schwarz und gelb. Das ist das Spiel eures Lebens. Ach du Schande. Das ist doch nur ein Supercup. Der interessiert doch am Ende kaum jemanden. Ach, versuchen wir es einfach mal. Komm, machen wir das mal. Oh je, jetzt habe ich was gemacht. Wenn man solche krassen Ansagen macht, dann wird das doch nie was, oder? Naja, wir werden sehen. Supercoppa Sammarinese steht da. Finale. Und darum geht's heute. Der erste Titel der Saison. Letztes Jahr haben wir den ja schon gewonnen. Und wenn wir mal alle Titel in einer Saison holen wollen, das ist uns ja bisher noch nicht gelungen, dann müssen wir den ja natürlich heute holen. Sonst können wir das für diese Saison gleich abhaken. Na gut, wenn man von Titel redet, dann können wir nur von nationalen Titeln reden, ne? Denn bis wir die Europa League oder die Champions League gewinnen, das kann noch ein bisschen dauern, denke ich mal. So, hier haben wir die Aufstellung von La Fiorita. Und da ist unsere Aufstellung. Wir spielen heute auswärts, ne? Macht die Sachen vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. So, ich beschleunige mal eben, dass die Aktion im Mittelfeld. Und da haben wir Schäfer oder sowas. Weiß ich nicht genau. Das ist ein komischer Name, habe ich so noch nicht gesehen. Ninkovic. Oh, und gleich wird es gefährlich. Aber das war erstmal nichts. Kommt mir das nur so vor, dass die Kamera irgendwie anders als sonst? Vielleicht bin ich gerade nur auch irgendwie irritiert. Ich lasse es mal so. Gelbe Karte für La Fiorita. Um genau zu sein, für Tommaso Prignoli. Und das heißt Freistoß für uns. Canassa. Oh, schade, der Ball ist erstmal weg. Gut, jetzt können unsere Verteidiger erstmal machen, was sie wollen. Und bringen den Ball schnell wieder nach vorne. Schön gemacht von Canassa, kommt leider nicht an. Schade. Ich verstehe immer nur Ragazzi. Oh, da war über den Fans gerade im Hintergrund. Moment, Forza Ragazzi. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, was mit Forza. Also die richtige Übersetzung von Forza, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß, es ist so ein Anfeuerungsspruch, aber ich weiß nicht gerade, was es wörtlich heißt, wenn ich ehrlich bin. Aber Ragazzi ist auf jeden Fall Kinder. Ragazzo ist ja dann Kind, ne? Und Ragazzi sind mehrere Kinder. Sagt man das, wenn man im Deutschen sagt Jungs, so nach dem Motto auf geht's Jungs, sagt man dann vielleicht im Italienischen Ragazzi? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, in welcher Situation würde man seine eigene Mannschaft als Kinder bezeichnen? Vielleicht ist es so gemeint. Vielleicht sind das Jungs. Auf geht's Jungs. Forza Ragazzi. Kann ich mir vorstellen. Na gut. Metallo im 16er zieht ab und Cardone. Den kennen wir doch auch noch aus der Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch im Kader steht. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile einen besseren Torhüter als ihn. Aber der war mal, ne, der war mal unser Top-Torhüter in der Nationalmannschaft. So, Vigna, schön gemacht. Ja, schade. Kann so nicht weitergehen.
dachte schon, wir blocken hier weiter Schüsse ab und kommen so immer weiter nach vorne. Schön gemacht von Manetta. Hier wieder Forza Ragazzi im Hintergrund. Metallo ist durch. Macht er was draus? Schade. Schon wieder auch nur auf dem Torhüter. Alejandro. Brignoli, der gelb gesehen hat. Oh, das geht so schnell, dass ich die Namen nicht lesen kann. Schäfer mal wieder. Longo. Jetzt wird's gefährlich. Oh, gut gemacht. Seppe war da. Ich hatte kurz Angst. Ich glaube, Carlos Mendes war das. Hätte fast schießen können. Na, schade. Alejandro. Minkovic. Oh, er ist durch. Und da geht La Fiorita in Führung. Dejan Minkovic nach Vorlage von Alejandro. Ach, das ist natürlich ärgerlich. So, das riecht nach einer Karte, ja. Genau. Die gibt's auch. Wenn das gar nicht so schlimm aussieht. Aber naja, gut. Ich habe das Gefühl, wenn solche Aktionen länger, wenn es so länger dauert, bis irgendwie der Einspieler kommt, glaube ich. Daran erkenne ich das, glaube ich, dass es eine Karte gibt. Ich hatte es nämlich gerade ein Gefühl. Irgendwie so kam mir das gerade vor. Was? Schmeißt eine Karte? Die Fangesänge? Ich weiß nicht. wobei wir gerade bei dem Thema waren. So. Ah, Leute. Nein, nicht nochmal. Aha, Hilfe. Uiuiui. Oh. Okay, war alles sauber anscheinend. Und schon wieder La Fiorita. Schön gemacht. Angriff unterbunden. Und jetzt haben wir Halbzeit. Ja, wir gehen mit einem Rückstand in die Halbzeit. Das ist natürlich nicht so toll. Sind auch gar nicht so dominant. Nicht so, wie es auf dem Papier eigentlich sein sollte. Ich gucke mir ja immer gerne die Mannschaftsstärken an. Die sind halt nur nicht so wirklich wichtig. Ich wechsle mal alle aus, weil da so teilweise... Der hat gelb, die anderen beiden sind schon im roten Bereich. Ich fühle mich dazu genötigt, irgendwie alle jetzt gleich auszuwechseln. Ja. Soll ich jetzt wirklich so viel setzen? Ich meine, wenn wir das drehen? Nee, komm, das ist enttäuschend. Eine Brandrede brauche ich jetzt nicht machen, nicht beim Supercup. Dazu ist der nicht wichtig genug. Das ist der erste Titel der Saison. Das wäre schon schön, wenn wir den schon mal eintüten könnten. Denn, ja, wir würden ja gerne alle Titel gewinnen und sowas, ne? So als stärkste Mannschaft des Landes ist das ja schon der Anspruch. Klappt natürlich nicht immer, ist ja klar. Der FC Bayern gewinnt ja auch nicht ausnahmslos alles in Deutschland, obwohl er die beste Mannschaft ist. Ich meine, daran zweifelt ja keiner, dass es grundsätzlich die beste Mannschaft Deutschlands ist. Oder? Also ich wüsste nicht, wer daran zweifeln würde. Aber trotzdem gewinnen die nicht alles. Aber die haben natürlich den Anspruch. So. Oh, jetzt vielleicht? Jetzt müsstest du nur noch umdrehen, ja? Jawohl, da ist der Ausgleich. Sehr schön. Mauro Metallo, nach Vorlage von Marco Canarsa. Was für ein Schuss, ey. Ist ja schön. Gut gemacht. Sah schön aus. So, nächster Angriff. Salvini. Oh, schön, Canarsa. Ach, schieß doch. Schade. Oh, schade, den hat er sicher.
Na, okay, Ball ist immer noch da. Oh, Vorteil. Schade, vorbei. Na nee, gut, wir sind wieder im Spiel. Und das Schöne ist, unentschieden kann das Spiel nicht enden. Das heißt, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, wo wir das Spiel gewinnen können. Wir dürfen halt nur kein Gegentor kriegen. Also, man kann das ja so sicher sagen, ne? Wenn wir kein Gegentor mehr kriegen in diesem Spiel, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Oh, aber da ist es schon. Mann, wie schnell das wieder ging. Und wie mühelos das dann wirkt, weißt du? Der ist bedrängt, zieht drauf und macht das einfach mal so. So, jetzt müssen wir wieder ausgleichen. Och, schade. So, die Fans rufen wieder schmeißende Karte. ja, das kann ich jetzt nicht mehr ungehört machen. Wenn ich das einmal so rausgehört habe. So, Freistoß für La Fiorita. Oh, das war schön. So wünsche ich mir die gegnerischen Freistöße. So, jetzt müssen wir aber nochmal... Jetzt müssen wir aber nochmal treffen, Leute. Sonst wird das nichts. Okay, er ist durch. Also an dem einen vorbei. Ah, schade, da kann man nicht mehr ran. Jetzt nochmal vielleicht. Das könnte was werden. Ah, gut gemacht. Da hätte er vielleicht mal irgendwie den Ball rüberpassen wollen. Da waren so viele andere Leute von der eigenen Mannschaft in der Nähe. Aber jetzt... Oh, das gibt einen Freistoß. Schade, weil Freistöße sind normalerweise nicht so gewinnbringend, glaube ich. In der Tendenz. Aber wer weiß. So, Wechsel. Beato kommt rein für Greco, der gerade eben das Foul begangen hat, glaube ich. Oh ja, das war überhaupt nichts. Nee, weiß ich nicht. Also bei Freistößen mache ich mir beim Fußballmanager ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Und das war sauber, oder was? Dass er den da so umschmeißt. Ja, das war jetzt ein Foul. Ja, alles klar. Ja, ich sehe schon, was der Schiedsrichter vorhat. So. Ja, okay. Das war's. Das habe ich schon gleich gesehen, dass das nichts wird. Na gut, jetzt hat die Nachspielzeit angefangen und wir haben zwei Tore aufzuholen. Trotz dem Freistoß, den wir jetzt kriegen und auf möglichen Torgelegenheit. Ach, die wir auch noch daneben semmeln. Nee, nee, das wird nichts. Das... Der wird jetzt den Abschluss machen und dann würde er abpfeifen. Würde ich fast von ausgehen. Ja, so sieht's aus. Gut, der erste Titel der Saison geht an La Fiorita. Das ist natürlich ernüchternd. Nun. Sah zwischenzeitlich nicht so schlecht aus. Aber dann die Tore, die fallen bei denen irgendwie so mühelos, hatte ich das Gefühl. Das gefällt mir nicht. So. Und dann haben wir als nächstes wieder noch an so ein Testspiel, was uns hoffentlich ein bisschen Geld einbringt. Das wäre zumindest schön, wenn das der Fall wäre. Also ich meine, Teplice, gegen die wir als nächstes spielen, die haben ordentlich Fans, also mehr als wir. Deswegen hoffe ich mal, oh, unsere Reserve hat auch verloren, hoffe ich mal, dass das was bringt. Genau, hier geht's weiter damit. 10% haben wir jetzt erreicht.
Dann gibt es da nichts zu tun, also können wir weitergehen. Ich habe übrigens noch ein paar weitere Testspiele ausgemacht. Gegen große Mannschaften. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Naja. Jedenfalls wird es aber noch einige geben, weil wir brauchen ja das Geld. Man hat es ja gesehen, wie knapp das Budget bemessen war und so. Und wir haben ja aktuell auch ein größeres Budget, weil ich ein bisschen geschummelt habe, als wir überhaupt Geld haben. Es war gar nicht so gut beabsichtigt, dass das Budget größer ist als das Geld, das wir haben, nur das anfangs war es halt zu wenig. So. Also, und habe ich geschummelt gesagt? Ich weiß nicht, ob das geschummelt ist. Ich habe ein Versprechen gemacht, was wir nicht wirklich halten konnten mit der Gruppenphase von der Euroleague, ne? Aber dadurch haben wir ein größeres Budget bekommen. Und das haben sie uns anscheinend, oder mir speziell, weil ich war ja der das Risiko eingegangen ist, haben sie mir nicht so übel genommen, so wie es aussieht. So, genau. Hier geht's weiter gegen Teplice. Das bereite ich dann erstmal vor. Zur Spielbereitung gehört natürlich eine Runde Bergsteigen. Keine Frage. So. Ich sage mal ja. Und nehme ihn dann wieder von der Transferliste runter. So. So macht man das. Ablösefrei. Warum fragen die überhaupt? Ich will doch keine Spiele ablösefrei abgeben. Für die ich Geld bezahle. Naja, was heißt für die ich Geld bezahle? Wenn ich sie nicht brauche, wenn sie nicht spielen sollen und gesagt, Geld für sie, bin ich froh, wenn sie wegkommen. Aber ansonsten, nee. Dann ist die Frage vielleicht gar nicht so doof. Aber dann würde ich sie vielleicht auf die Transferliste setzen zum Verkauf. Oder so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall können wir jetzt ein paar Spieler rausschmeißen. Hier. Und hier auch. Diese drei mit dem halben Stern. Die keiner braucht, weil sie nur einen halben Stern haben. So. Und dann... Ach, also die spielen auch jetzt gerade. Dann müssen wir die natürlich aufstellen. So. Aber dann würde ich sagen... Gut, die Mannschaft können wir noch aufstellen. Immer Frische und so. Dann auch muss man noch auf die Bank achten, damit da alles passt. Zum Beispiel will ich keinen Torhüter auf der Bank haben. Das heißt, Corona ist Rechtsverteidiger, Petrucci ist auch Rechtsverteidiger. Das heißt, einen von beiden tauschen wir aus. Dann nehmen wir einen Innenverteidiger und dann brauchen wir noch einen Linksverteidiger. So, dann haben wir hier zwei ZMs, das ist in Ordnung. Eine hängende Spitze mit Esposito, ne, das war auch hängende Spitze, soll er doch spielen. Genau. Und der Rosa soll dann stürmen. So, dann ist das die Aufstellung für das nächste Spiel. Gut. Ach, hier haben wir noch was zu tun. Leere Banden. Interessant. Dann Summe erhöhen. Der Rest bleibt. Ich habe jetzt Angst, dass es zu weit nach unten geht, wenn ich nochmal klicke. Ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Ist auch nur ein Jahr, das finde ich ganz schön. Denn im Optimalfall haben wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr, ein bisschen besseren Ruf und kriegen wir bessere Sponsoren rein. Aber ja, ich denke mal, dann habe ich alles vorbereitet. Dann war es das vorerst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Testspiel gegen Teplice wieder. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.